Willkommen mal wieder zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. So, mit meinem verrückten Hutmacher Ace. Und ich schaue mal kurz, ob hier ein Totem ist. Yo, okay. Passt eigentlich ganz gut. Wobei, jetzt gerade denke ich, damals war ich hier immer eins. Aber das ist seit einiger Zeit nicht mehr so, ne? Oder ist nur gefühlt. Ist egal. Ich habe eigentlich noch zwei Folgen, die vorher auf dem Kanal kommen müssten. Aber mir ist bewusst geworden, das ist die dann, oder wird die 800er Folge. Also 800 Folgen Dead by Daylight. Und ich habe mir gedacht, ja, da machen wir ein bisschen was Spezielleres, ne? Und da geht es jetzt hier rum eigentlich eher um Genspeed, ne? Ich habe erstens so einen Werkzeugkoffer mit, der mir 100% gibt auf die Reparaturgeschwindigkeit. 16 Einheiten hat. Da habe ich 12 Einheiten zusätzlich reingehauen. Hier ist noch ein Totem. Und das niegelnagelneue Teil da, ne? Und dass wir das Totem gefunden haben, war gar nicht schlecht, weil wir haben übereifrig mit. Das ist unten der Perk. Der ist aktiv. Oh, ist der Flitzer, ne? Das gewährt uns nämlich pro... Oh, oh, oh. Jo, komm, ich mach. Ne, übereifrig wird aktiv, wenn wir ein normales Totem zerstören. Dann kriegen wir 8%, solange es aktiv ist, auf die Reparaturgeschwindigkeit. Sollte es ein Fluchtotem sein, sogar 16%, also das Doppelte. So, Feng. Ach nee, du bist... Ah, nein, du bist gar keine Feng. Du bist ein Kate. Sorry, Kate. Sorry. Jetzt wäre nur geil, wenn wir jetzt einen Gen finden würden, weil dann hätte ich schon 15% wegen Beweise dich und 8% wegen übereifrig, aber... Na komm. Wir dürfen jetzt nur nicht, oh shit. Ah, wir dürfen nur keinen Schlag anstecken, wollte ich sagen. Jetzt ist übereifrig nämlich besser auf. Ja, gut. Fängt ja super an. Fängt ja richtig gut an. Ey, 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 bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig. Ne, ihr seht, übereifrig ist jetzt schon wieder deaktiviert. Sobald man nämlich einen Schlag kassiert, ne, ist übereifrig weg. Also ist das schon mal wieder Geschichte. Ja, fängt nicht so berauschend an, ne? Wir müssen mal gucken. So, danke dir, Hedy. Okay, sie kommt mit. Ja, ja, komm, lass uns mal eben kurz bis hier hingehen. So. Also, wie gesagt, ne, ich habe, wie gesagt, übereifrig bei. Jetzt gerade halt deaktiviert. Gucken wir gleich mal, ob wir es nochmal aktivieren können. Ich weiß jetzt nicht, wo das eine Totem jetzt war. Danke dir. Machen wir jetzt hier. Shit. Okay, immerhin. So, das war jetzt gerade das nagelneue Teil. Jetzt ist ruhig. Bleib mal smooth hier mit den Skillchecks. Nagelneue Teil gibt uns 15% automatisch und 5% für diese schwierigen Skillchecks. Also jedes schwierige Skillcheck, wenn wir den treffen würden. Also wir haben jetzt gerade 20% Genspeed gemacht, ne? So. Also jetzt... Ja gut, jetzt, ich kann das noch nicht mal mathematisch rechnen jetzt gerade. War halt schnell, ne? War jetzt halt schnell. Ne, weil jetzt hatten wir Beweise dich, war mit am Start. Für mich und für sie. Also 15%. Wegen einem Survivor dabei, ne? Und nagelneue Teil plus die Reparaturkiste. Also, jetzt haben wir Speed gegeben, ne? So, und jetzt seht ihr gerade oben den Perk. Jetzt passiert gerade wieder alles auf einmal. Ich kann gar nicht so viel erklären. Oben ist Wettkampf unter Freunden ist jetzt aktiv gerade. Ja, wenn ich mit einem anderen Survivor zusammen einen Gen fertig mache, also kriegt der Survivor und ich jeweils 75 Sekunden, ich glaube 5%, ne? Auf die Reparaturgeschwindigkeit. Nice. Ja, haben wir doch gut gemacht. Zwei Gens durchgezogen. Ein Two-Gen-Gen-Rush war das jetzt. So, zumindest sieht die Runde jetzt ein bisschen, oh, 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 und ihr seht, Wettkampf unter Freunden ist schon wieder aktiv, ne?
Hedy und ich haben jetzt, wie gesagt, den einen Gen, also den zweiten Gen jetzt fertig gemacht und es ist wieder aktiv. So, ich habe jetzt diese 75 Sekunden lang 5% und Hedy auch. Ja? Wenn jetzt noch jemand dran wäre, also wir machen zum Beispiel zu dritt einen Gen, dann haben alle drei diese 5%. Ja, ja gut. Läuft, läuft, läuft. So, jetzt gerade habe ich nur diese 5%. Ja, jetzt gerade habe ich keinen Gen Speed Plus durch die anderen beiden Perks. Okay. Übrigens habe ich mir mal die Werte, habe ich mir extra einen Zettel geschrieben. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da irgendwie gleich auch mal ab und zu mal drauf linsen kann. Das war nämlich ganz interessant, weil ich hatte letztens in den Kommentaren, war ja Gen Speed auch einmal Thema. Deswegen kam ich jetzt zumindest auf diese Thematik. Also, jetzt, ich sag mal, die Zeit, die Survivor brauchen, um einen Gen fertig zu machen, normal. Ne? Also, ohne irgendeinen anderen Effekt. Ein Survivor braucht 90 Sekunden, zwei Survivor brauchen 53 Sekunden zusammen, drei Survivor brauchen 43 Sekunden, vier Survivor 41 Sekunden. So, und daran kann man eigentlich auch schon sehen, dass jeder Survivor... warum? Ich wollte nur die 8% können. Ja, ja. Hat sie gesehen, ne? Oh, 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 oh. Mann, Mann, Mann. So. Okay. Also anhand der Werte kann man ja schon sehen, ne, dass umso mehr Survivor an einem Gen arbeiten, umso ineffizienter werden die Survivor. Ne? Wie gesagt, einer, 90 Sekunden, das ändert sich auch mit Beweise dich nicht. Ne? Auch nicht, ne? Wenn keiner um einen herum ist bei Beweise dich, dann hat man keinen Effekt. Also braucht man mit Beweise dich auch nur 90 Sekunden. Dann habe ich mir, wie gesagt, So, jetzt mache ich mit ab 8% Schnelligkeit. Deswegen ist das ja auch unter anderem immer so gelb, diese Leiste, ne? Oh, er kommt jetzt, er kommt. Ich wollte noch erklären. Fertig. Also wie gesagt, ich bringe das jetzt einfach mal schnell auf den Punkt. Ne? Ich hatte ja vorhin erzählt, ne, wie lange die Survivor ohne irgendeinen Effekt brauchen. Mit Beweise dich braucht einer 90 Sekunden, klar. Zwei Survivor 46 Sekunden anstatt 53. Drei Survivor brauchen 32 Sekunden oder 33. Ich glaube 33 aufgerundet. Oh nein. Also 3 Survivor brauchen mit Beweise dich 33 Sekunden und 4 Survivor mit Beweise dich 28 Sekunden. Also das sind natürlich schon deutliche Unterschiede. Wobei man sagen kann, wenn es wirklich da... 4 Survivor lohnt sich absolut nicht. Ne? Eigentlich wäre das Beste, finde ich, natürlich wären 4 Survivor an 4 Gens... wäre natürlich das Optimum, ne? Und der Killer findet 90 Sekunden lang keinen Gen. Aber ich würde sagen, zwei Survivor an einem Gen finde ich persönlich, glaube ich, mit am besten. Ja, man braucht 53 Sekunden ohne einen anderen Effekt. So, komm. Da ist noch jemand verletzt, ne? Ja. Okay. Ich hoffe, die andere ist, ja, vielleicht mache ich auch mal eine Grafik davon. Und pack die auf meinen Discord. Wie gesagt. Ja. Komm, einen Schlag kann ich auch noch. Oh, die andere ist zur Seite gefallen, ne? Das wär's gewesen.
Da habe ich übrigens letztens eine Runde gehabt. Das ist eine der Runden, die kommen jetzt dann nach dieser Jubiläumsfolge auf dem Kanal. Oh Mann. Ey, da hat man alles gemacht, um den zu retten. Der teabaggt am Ausgang, direkt so ein bisschen an der Schwelle, wird aber von der Seite gehittet. Kommt nicht raus. Oh Mann. Ey, das waren viele Zahlen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut hinbekommen habe zu erklären, ey. Also wie gesagt, ich mache eine Grafik und ich mache am besten noch eine Runde damit. Mal schauen. Vielleicht ist sie ein bisschen ruhiger. Ohne Aggro. Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, wieder mit meinem verrückten Hutmacher Ace. Und die Perks sind dieselben Gen Speed Perks. Das Korrupte, ne? Außer natürlich innere Heilung. Ne? Innere Heilung passt. Ja, ist kein Totem. Passt natürlich zu übereifrig, wenn wir eh schon Totems kaputt machen müssen. Und ich schau mal kurz in der Scheune hier, ob da noch ein Totem ist. Na. Ich habe jetzt auch nur noch eine grüne Kiste mit. Ich hatte jetzt keine gute lilane Kiste mehr. Oh, hier. Nice. Nice. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal ein Totem. Und die anderen drei sind in einem Gen, ne? Sehen wir am Oh. Und jetzt gerade. Ach, hier vorne. Oh, das ist das Schwein. Okay. Ah, er ist wieder dran, ne? So, warte. So, wenn ich jetzt mit ihm nehme ich. Oh, sogar. Ja, komm mit, mach mit. Jetzt gleich kriegen wir alle Wettkampf unter Freunden Bonus. Genau. So, der ist jetzt aktiv, ne? Jetzt läuft da oben nämlich die Zeit ab bei Wettkampf unter Freunden. Wie heißt das denn auf Englisch? Friendly Competition? Ja, ne? So, komm. Wir müssen jetzt irgendeinen Gen machen. Das ist... Am besten ist natürlich so solche... Oh, shit. Solche Perks machen am besten oder am meisten Sinn, wenn man eigentlich in einer SWF-Gruppe unterwegs ist, ne? Da kann man das nämlich schön abstimmen. So, du musst mitkommen. Oder wir machen da drin. Oh, das ist keine gute Idee. Die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab für Wettkampf. Ist eigentlich total useless hier anzufangen. Aber zumindest habe ich jetzt gerade 5% Wettkampf unter Freunden und 8% für übereifrig. Immerhin 13%, ne? Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. Ich höre hier irgendjemanden. Ist die Claudette hier? Jo, ne? Okay. Bleibt die hier? Ja, ne? Was will sie jetzt? Campen, gleichzeitig gucken, dass der Gen hier runtergeht? Nicht mit mir, nicht mein Gen. So. Das heißt, entweder Schlag kassieren. Jo. Jetzt muss jemand anders abhängen. Okay, hat nicht geklappt. Das ist semi-gut. Das ist semi-gut. Jetzt habe ich nämlich auch wieder übereifrig verloren. So, komm. Oh, jetzt hat sie die nächste down, ne? Eigentlich ist das genau das Beste, was einem Camper passieren kann, ne? So, ich hole mir wieder mal 8%. Weil jetzt gerade passiert nur am Haken da war etwas, ne? Hier passiert kein Gen-Druck oder so, in dem noch weiter Gens gemacht werden. Sondern nur der eine, sonst gar nichts. Der eine heilt sich jetzt gerade. Jo, jetzt sind wieder zwei down.
Geht die zurück? Jo. Ja, das konnte man jetzt anhand der Statusanzeige links sehen, ne? Meistens kann sie sich ja nicht selbst aus dem Status befreien. Und wenn sie dann nämlich hier den einen hier, den Ash da jagt, dann weiß man, okay. So, komm. Ich kann tanken. Jetzt habe ich natürlich wieder übereifrig verloren. Danke, Feng. Das läuft Bombe hier. Oh, das läuft Bombe. Shit. Shit. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was sie macht. Ob sie bei mir jetzt auch kämpft oder nicht. Okay, ich glaube, die beiden da hinten machen jetzt den Jin in der Scheune, ne? Das ist ja zumindest schon mal etwas. Okay. Nee, wie gesagt, ich finde das mit den Gen-Speed-Perks schon interessant. Macht am meisten Sinn in der Gruppe, wo man sich absprechen kann. Wo man zum Beispiel auch, Ja, jetzt macht sie hier schon Facecamping. Also ich signalisiere jetzt zumindest einmal, dass sie hier ist. Vielleicht hauen die dann wirklich die Gens durch, aber sieht auch nicht danach aus. Das ist das Beste für einen Camper, ne? Guck mal, jetzt ist schon der zweite Hook. Ja. Oh mein Gott, was machst du? Ja, du gehst eh nicht hinterher. Okay, ich heile mich mal wieder. Also die Runde läuft eher semi-optimal, ne? Also bisher nur diese eine Gen, ne? Mehr ist nicht passiert. Und das eigentlich darf das gegen Camper überhaupt nicht passieren, ne? Da muss zumindest Gen-Druck weiter passieren. Komm, ich kann nicht heilen. So, immerhin der zweite. Das ist der aus der Scheune, oder? Überleg mal, wie weit wir den schon hatten. Den hatten wir mindestens auf die Hälfte, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Okay, aber und er hier, der Ash, konnte sich selbst befreien. Ich weiß jetzt nicht, wie der Perk heißt. Indem er mich, glaube ich... Jo. Indem er mich, glaube ich, vom Haken geholt hat. Sicher. Konnte er sich ja selbst vom Haken befreien. Und hat dann den Status gebrochen allerdings, ne? So, jetzt ziehen wir den hier durch. Zumindest mit nagelneues Teil hier. Beweise dich und der Kiste. So, wird der ordentlich durchgepusht hier. Jawohl. So. Er hängt jetzt allerdings schon das zweite Mal, ne? Sagen, bisher hat sie diese die Fallen gar nicht angelegt, ne? So, Feng, komm doch her. Ja, gut. Jetzt wäre am besten, wenn Feng jetzt helfen würde. Aber die macht, glaube ich, jetzt den anderen Gen irgendwo, ne? Und er muss die nächste Jigsaw-Box da suchen. Also wie gesagt, Fazit ist, beweise dich, fängt natürlich diese ganzen Malus oder diese ganzen Malusse, die man hat, etwas auf. Ne? Ach, der ist jetzt, ach, das ist der vor der Scheune. Ja, da sind wir ganz am Anfang vorbeigelaufen. Ne? Ansonsten, wie gesagt, setzt euch zu zweit an den Gen,
zu dritt wäre es nur 10 Sekunden schneller. Ne? Am besten zu zweit. Alles über zwei lohnt sich eigentlich nicht. Ne? Es sei denn, ne, wie gesagt, wenn man in der Gruppe ist und das timet, das wäre gar nicht schlecht, weil dann könnte man quasi mit Wettkampf unter Freunden einmal kurz sagen, ey, mein Gen ist gleich fertig, kommt mal schnell vorbei. Dann sind noch zwei Kollegen da und alle kriegen dann diesen Wettkampf unter Freunden Push, ne, diese 5%. Wirkt sich dann natürlich aus. Ne? Das ist alles so ein Gen-Rush oder Gen-Push-Geschichte halt, ne? Immerhin haben wir doch noch gut voranbekommen, ne? 5 Fuchs hat sie bekommen bisher. Wie gesagt, und ich werde da vielleicht auf jeden Fall, das sind so erst relativiert, dann fixiert. Nee, ich werde auf dem, vielleicht das mal als Grafik festhalten auf dem, auf meinem Discord-Server. Übrigens, der Link ist in der Beschreibung. Kommt ran, wenn ihr Lust habt. Oder kommt rauf, wenn ihr Lust habt. Jetzt muss ich aber... Okay, Gang ist auch da. Jupp, jupp, jupp. So geht das, so geht das. Warum ist sie abgebogen? Ach, die hat noch eine Falle auf dem Kopf, ne? Das ist jetzt natürlich heavy. Das ist heavy. Ja, ich gucke einfach mal zum Ausgang. Oh, 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 oh. Ich bleib hier. Oh, böse, böse. Ja, die drängt mich jetzt raus. Ne? Ach, ich musste raus. Oh Mann. Aber wir gehen jetzt mal reingucken. Ich möchte wissen, wie das ausgeht. Naja, klar, sie muss jetzt, weil es war ja, nachdem der Ausgang auf war, ne? Hm. Ich habe den Ausgang nicht aufgemacht. Ja, alleine kann er kaum was machen, ne? Da müsste er wirklich Glück haben und einen Schlag ausweichen können. Jetzt ausweichen. Und der nächste ist raus. Also für die am Haken ist es jetzt natürlich bitter, ne? Die geht jetzt drauf. Oh, scheiße. Wie ist das eigentlich mit der Luke? Mit der Luke kommt man raus, ne? Ach so, sie ist die letzte. Jetzt ist sie deaktiviert. Ah ne, wegen der Jagd ist das jetzt deaktiviert, ne? Stimmt. Ach Gott. Ich interpretiere da schon wieder was hinein. Oh, Fall ist wieder aktiv. Ja, außer Luke keine Chance mehr, ne? Außer Luke keine Chance mehr. Obwohl, wäre schon geil, ne? Mit so einer aktiven Bärenfalle in die Luke springen und während des Sprungs explodiert die. Scheiße, das wär's. Oh. Oh nein. Nein. Wie böse ist das denn? Scheiße. Oh Mann. Ach Gott. Ja. Das waren die Runden mit Genspeed Perks, ne? Zur 800er Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht. Und ja, also ganz ehrlich, vielleicht mache ich irgendwann, oder wenn ihr Lust habt, ne, sagt einfach mal in die Kommentare, vielleicht mal, dass ich wirklich das mal ganze aufskribbel oder sowas ähnliches oder aufskribbeln soll. So dass ich das hinterher mache. So, im Off. Weil in der Runde mit Zahlen-Jolding ist echt kacke. Ist echt kacke. Also echt semi. Ich hoffe, es hat auf jeden Fall gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, ciao.